Yeah. Meine liebe Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Borderlands-Video. Gefühlt die ganze Borderlands-Community richtet die Augen in Richtung Borderlands 4 und alle möglichen Foren füllen sich mit der Zeit mit Diskussionen über Erwartungen, Wünsche und Theorien, was die Geschichte des vierten Teils angeht. Wünsche über zurückkehrende Charaktere aus vorherigen Spielen, bessere Endgegner als Troy und Tyreen in Borderlands 3, Abschaffung von Charakteren wie Ava und noch so einiges mehr. Ein Mittelweg zu finden, der alle Spieler zufriedenstellt, ist wohl wahrscheinlich unmöglich, da jeder für sich seinen eigenen Geschmack und auch seine Lieblinge im Universum hat. Die Geschichte hinter den Borderlands-Teilen ist natürlich extrem wichtig, vor allem für Spieler, die Spiele hauptsächlich nur wegen der Story spielen. Ja, die gibt's auch. Aber gerade bei den Borderlands-Titeln gibt es neben der Story noch relevantere Dinge, die Spiele so beliebt gemacht haben in der Community. Auch wenn Borderlands 3 so einige Dinge, wie ich zumindest finde, noch hätte besser machen können, habe ich eine wirklich lange Zeit Spaß mit dem Teil gehabt und dachte mir, wir könnten uns ja mal ansehen, was ein Borderlands 4 ganz dringend braucht, um einen für die nächsten Jahre in den Bann zu ziehen und einen auch noch Jahre später ins Spiel zurückkehren zu lassen. Na dann, los geht's! Was die Grafik und den Stil von Borderlands angeht, kann man sich natürlich streiten, allerdings ist es bei mir so, dass der Grafikstil von Borderlands irgendwie genauso zum Spiel dazugehört, wie das Farm von Legendaries zum Beispiel. Der Comic-Look ist, wie ich finde, eine Art Alleinstellungsmerkmal von Borderlands, was auch beibehalten werden sollte. Der grafische Schritt von Borderlands 2 auf Teil 3 ist zwar schon enorm, weil die Welt nun voller und belebter wirkt, aber ein Borderlands 4 in realistischerer Grafik würde einen großen Teil des Spiels kaputt machen, so dass es sich dann eben nicht mehr nach einem Borderlands-Teil anfühlen würde. Der Grafikstil sollte also meiner Meinung nach auf jeden Fall bleiben, um ein richtiges Borderlands zu werden. Gerade bei Borderlands 3 oder auch Tiny Tina's Wonderlands gab es einen riesigen Kritikpunkt seitens der Community, was die technische Seite anging. Wöchentliche Nerfs und Buffs an Charakteren, Waffen, generelle Ausrüstung, Gebieten, Skalierung und noch eine ganze Menge mehr. Auf der einen Seite war es schon irgendwie spannend zu sehen, welches Item das nächste krasse Teil wird oder welcher Charakter der nächste Bosskiller ist. Für den Großteil, denke ich, waren die Hotfixes aber wohl eher frustrierend. Hat man beispielsweise nicht so extrem viel Zeit, in die Borderlands reinzusuchten und zum Beispiel nur abends nach Feierabend ein wenig Zeit, um seine Beutequelle nach der aktuell besten Ausrüstung für ein Bild abzufarmen, ist es dann doch eher nicht so geil gewesen, wenn die krampfhaft erfarmte Waffe ein paar Tage später beinahe nutzlos gepatcht worden war. Gerade bei der Borderlands-Reihe, die zum Teil mit den meisten Waffen in einem Videospiel im Guinness Buch der Rekorde steht, ist es wohl wahrscheinlich nicht einfach, alle Item-Kombinationen im Vorfeld auszutesten und zu schauen, ob das Balancing passt. Aber um vielen Spielern den Frust zu ersparen, wäre es, denke ich, auf jeden Fall angebracht, so viel wie möglich in diesem Punkt des Spiels vorzubereiten. Ein weiterer, sehr, sehr wichtiger Punkt ist die Crossplay-Funktion. Borderlands 3 besitzt mittlerweile zwar auch einen Crossplay-Modus, sodass Spieler mit unterschiedlichen Plattformen zusammen zocken können, aber der Modus kam, auch wenn man weiß, dass es nicht nur alleine in den Händen von Gearbox lag, eine ganze Weile zu spät. Ein Borderlands 4 braucht, denke ich, schon zum Release einen solchen Modus, damit man gleich zu Beginn in die Borderlands starten kann, gerade weil Borderlands ein 4-Spieler-Koop-Modus besitzt, der Crossplay sehr gut gebrauchen kann. Solche Dinge wie ein funktionierender Splitscreen-Modus oder auch von Anfang an überspringbare Sequenzen wären nicht schlecht, alles in allem also ein technisch gut funktionierendes Spiel, das nicht zwingend wöchentliche Hotfixes benötigt. Der für mich zumindest wichtigste Punkt ist und bleibt das Farmen nach Legendaries. Während man in Borderlands 2 teilweise extrem lange nach bestimmten Legendaries farmen und teilweise auch schon einiges an Ausdauer mitbringen musste, sah es in Borderlands 3 schon ein wenig anders aus. Bestimmte Items brauchten zwar noch immer ein wenig Geduld und Glück, bis man sie gedroppt bekam, aber heiliger Skag, wie zum Teufel soll man einem Spieler das hier erklären? Das Problem ist, dass sich durch die extrem vielen Legendary Drops die Items kaum noch legendär angefüllt haben und man regelrecht zugeschmissen wurde. Der Tresor auf der Sanctuary 3 wurde durch Patches nicht nur einmal erweitert, um genug Platz zu schaffen, sondern gleich mehrere Male. Gefühlte 30 Minuten später war auch der neu geschaffene Platz mit Legendaries belegt und ja, das war irgendwie dann nicht mehr so spannend wie im Vorgänger. Würde man in Borderlands 4 die Lootpools wieder ein wenig mehr wie in Borderlands 2 anpassen, wäre die Freude über einen Drop, denke ich, wieder viel höher, die Waffen wären ein wenig einzigartiger und Spieler würden wahrscheinlich sogar mehr mit weißen oder grünen Waffen spielen. Und wo wir gerade schon bei Beute sind, wie wäre es denn, wenn in Borderlands 4 wieder weitere Seltenheitsstufen dazukommen würden? Seraph-Waffen, Pearls oder ein paar neue Seltenheitsstufen würden dem Spiel gut tun, denn auch in Borderlands 3 hat man die Seltenheitsstufen schmerzlich vermisst. Tiny Tina's Wonderlands gehört zwar nicht zur Borderlands-Reihe, aber auch da war das Farmen nicht so wirklich schön gelöst. Gegner, die in der Story vorkamen, tauchten im Endgame nicht mehr auf und hatten so also auch logischerweise kein Loot. Vorhandene Bosse bekamen dafür aber gleich mehrere Drops, was anders gelöst auf jeden Fall besser gewesen wäre.
wäre. Ja, und die Hasenstatuen, naja, die haben das dann noch ein bisschen mehr zerstört. Aber gut, Borderlands 4 braucht also ein Beutesystem, das eher wieder Richtung Borderlands 2 geht, beziehungsweise ein nicht zumüllt und noch ein paar neue Seltenheitsstufen. Ach ja, hey, und falls die Melex Bane oder die Woodblocker in Borderlands 4 zurückkommen, dann wäre ein 5000%iger Schadensbuff von Anfang an auch ganz nett. Borderlands 3 hätte schon gut vorgemacht, aber Luft nach oben gibt es immer. Die Rede ist von den verschiedenen Spielmodi. Prüfungsgelände waren eine coole Sache, vor allem in Verbindung mit Events, die für einige Zeit in Borderlands 3 liefen. Der Arms Race war auch ganz nett, auch wenn man sich dort recht schnell satt gespielt hatte, finde ich. Und die Takedowns waren eine starke Bereicherung. Ja, okay, der Guardian Takedown war gut, der Maliban Takedown aber ist auch heute noch immer wieder ein Modus, in den ich super gerne zurückkehre. Für Borderlands 4 müssen Takedowns also auf jeden Fall wieder rein und ich fände es mal cool, wenn die Takedowns nach Waffenherstellern thematisiert wären. Ich meine, stell dich nur mal einen Jacobs Takedown vor, der im Style des Waffenherstellers designt ist, oder vielleicht auch ein Torque-Takedown. Was mir und ich glaube auch vielen anderen aus der Community gefehlt hat in Borderlands 3 und was dringend wieder in einem Borderlands 4 erscheinen muss, ist der UVHM, also der ultimative Kammerjäger-Modus. Der normale und auch der wahre Kammerjäger-Modus waren in Borderlands 3 vorhanden, aber für Spieler, die Borderlands 2 mehr als ein paar Stunden gespielt haben, fühlt es sich trotz der Chaos-Stufen so an, als würde ein riesiger Teil des Spiels fehlen. Damit das nicht auch in einem vierten Teil der Fall ist, brauchen wir den UVHM zurück. Und zu den Spielmodi bzw. zu dem Endgame zählen logischerweise auch Raid-Bosse. Borderlands 4 muss, und ich sage es gerne nochmal, muss ein paar Raid-Bosse haben, die einen so richtig auseinandernehmen, wie zum Beispiel Terramorphis in Borderlands 2, als man das erste Mal gegen ihn gekämpft hatte. Wir kennen es alle. Ein Spiel, auf das man seit Jahren wartet, wird viele Monate vorher angekündigt und man vertreibt sich die Zeit bis zum Release mit anderen Spielen oder kehrt in Vorgängerspiele zurück, um sich schon mal einzustimmen. Was Gearbox in der Zeit zwischen dem Reveal und dem Release von Borderlands 3 mit dem Borderlands VIP-Programm ins Leben gerufen hatte, wäre auch für ein Borderlands 4 eine coole Sache, um sich die Zeit zum Release zu verkürzen bzw. besser zu gestalten. Man konnte sich damals verschiedenste Items schon vor Release sichern, bekam Wallpapers für PC und Smartphone, ein paar spannende Informationen zum Spiel im Vorfeld und sogar Waffen für den Vorgänger Borderlands 2. Zum einen war es für Borderlands 3 und wäre es für ein Borderlands 4 eine gute Möglichkeit, die Werbetrommel zu rühren und Spieler, die auf den Release warten, hätten zusätzlich auch ihre Vorteile. Ein DLC wie der Commander Lilith in The Fight for Sanctuary DLC, der die Brücke zwischen Borderlands 2 und 3 schlug, war auch etwas, womit wohl keiner gerechnet hatte und wenn ein ähnlicher DLC vor Borderlands 4 erscheinen würde, welcher im besten Fall dann auch noch so gut wie der Borderlands 2 DLC sein könnte, wäre das wohl die beste Wartezeitüberbrückung für alle. Also Daumen drücken, dass Gearbox vielleicht genauso denkt. Und was nicht nur für Spielen, sondern vor allem für die Streaming-Communities gut wäre, wenn die Echocast-Erweiterung, die vor kurzem eingestellt wurde, auch für Borderlands 4 zurückkehren würde. Borderlands steckt, wie ich es sehe, aktuell in einer Situation mit ziemlich hohem Leistungsdruck, denn die Meinungen über die letzten Borderlands-Franchise-Spiele gehen doch schon sehr stark auseinander. Tiny Tina's Wonderlands, das ja wie gesagt kein Borderlands-Titel ist, bekam eine Menge Hate und Unverständnis wegen der Erweiterung ab und New Tales from the Borderlands war das bisher am wenigsten gespielte Borderlands seit dem Entstehen von Borderlands. Borderlands 4 muss, wenn die Reihe nicht noch mehr Spieler verlieren möchte, ein absolutes Brett werden, das von Anfang an viele Fehler vermeidet und auch von Anfang an Dinge bietet, die die Community so richtig abholt. Es gibt wahrscheinlich noch eine ganze Reihe von Dingen, die ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm habe, die aber wichtig für ein erfolgreiches Borderlands 4 wären. Wenn ihr also noch Dinge im Kopf habt, von denen ihr meint, das muss ganz dringend zum Borderlands 4 dazugehören, dann schreibt mir auch Ideen und Wünsche gerne in die Kommentare. Sucht ihr noch Verbündete in den Borderlands oder wollt euch austauschen, schaut gerne bei uns auf Discord vorbei, der Link ist wie sonst auch unten in der Videobeschreibung. Für mich war es das aber auch mal wieder für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne einen Daumen da und wenn ihr nichts mehr in Sachen Borderlands verpassen wollt, wäre ein Abo ein Träumchen. Passt wie immer auf euch auf, guten Loot und bis zum nächsten Mal. Haut da rein!